Gott greift in die Welt ein? Nein, tut er nicht. Gott will, dass du dich da umbringst für 70 Jungfrauen? Nee, willst du nicht, weil Jungfrauen sind schlecht im Bett. Will weder Gott noch willst du das. Jungfrauen sind schlecht im Bett, die können nicht deep throaten. Bandenkriminalität! Da. Mein OnlyFans-Account. Da muss ich jetzt nochmal gucken, nochmal. Aber als App gibt es das ja nicht. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich das mache. Oder muss ich erst aktualisieren. Sicherheit geht vor, auch wenn ich die Russen schon auf der Maschine habe. Also auf meinem Rechner habe. Trotzdem update ich nochmal Telegram. Sicherheitshalber. Jetzt poste ich erstmal kurz mein Masturbationsvideo. Neuer Beitrag. Hier. Ach, darf ich nicht? Warum darf ich nicht? Mein Profil hier, neuer Beitrag. Ich darf kein Bild hochladen. Muss ich da zahlen oder was? Wie, man muss dafür zahlen, dass man das benutzt? Das ist ja Blödsinn. Mal gucken, zumindest eine Verification muss ich scheinbar machen. Na gut, dann mache ich jetzt eine Verification. Also sowas Ödes, wie was ihr veranstaltet, ist wirklich also grenzdebil. Also wirklich grenzdebil. Aber es ist doch Quatsch, ich will jetzt meine Ruhe haben, ich will hier Sex haben, ich will hier Liebessex haben, ich will hier Lieben rauf und runter, ich will nicht mehr klauen bei Aldi. Ich will die Belle Etage Suite, jetzt mach doch mal hinne. Ja, komm Tobi, jetzt machst du mal hinne, dass ich hier mal Geld auf dem Konto habe, hackst du mir mal eine Million oder so. Was soll denn das? Das ist doch unwürdig, ich krieg nicht mal Gehalt. Ich krieg nicht mal Gehalt, hallo? Also mal rein arbeitsrechtlich, ich krieg nicht mal Gehalt? Also wo sind wir denn? Das ist ja nicht mal Deutschland, das ist ja wirklich hier, ja, arm. Ach je, ihr seid echt solche Witzfiguren. So, also jetzt hier, wieso geht das nicht? Ja, scheinbar habe ich durch meinen Vater so eine Art Komplex bekommen, dass ich jetzt irgendwie drauf stehe, dass Frauen geschenkt machen. Scheinbar. Das ist übrigens eine sehr schöne Tasche. Die ist feminin, falls ihr das noch nicht wusstet, aber die ist feminin. Aber schön. Die trage ich auch. Passt zu mir. Passt zu meiner dunklen Hose. Ich habe eine blau-lila Hose. Passt so eine rosa Tasche super zu mir. Gibt mir einen femininen Touch. Kann ich aber aushalten, weil ich ja so gut aussehe. Kann ich es aushalten, als Mann eine auch feminine Tasche zu tragen. Das ist dann nicht homo, das ist dann einfach femininer Touch. Femininer Touch ist okay. Ich habe alles immer nur nach Genuss gemacht. Seht ihr mal, was ich geworden bin. König. Tja, hättet euch mal angestrengt, wäre auch König geworden. Ja, So, was braucht ihr jetzt noch? Muss ich noch mal wichsen für euch? Ja, ich bin ein Masturbatorkönig, ganz richtig. Das war eine Mafia-Aktivität. Weltreligionen sind Mafia-Aktivitäten. Da geht es um erstens Kindervergewaltigungen. Zweitens Betrugsmasche. Geld soll da abgezockt werden. Leute sollen belogen werden, betrogen werden. Weltreligionen sind immer Betrug. Es geht nur um Abzocke. Abzocke der Kinder. Digitalien, Abzocke des Geldes, Abzocke der ganzen Ressourcenverteilung. Weltreligionen sind Lüge. Weltreligionen sind Betrug. Weltreligionen sind Mafiafax. Wir brauchen keine Weltreligionen mehr. Es ist alles nur Lüge bei den Weltreligionen. Also echt, ich sag euch so aller Weltsachen, was jedes Kleinkind schon weiß. Natürlich glaubt man nicht an den Weihnachtsmann. Man nimmt den irgendwie zur Kenntnis als Kind. Merkt irgendwie, okay, da die Geschenken rein, okay, der Weihnachtsmann kommt. Jedes Kind weiß doch, dass da nicht Götter umherfliegen. Beim Weihnachtsmann ist es halt noch plausibel, weil der Weihnachtsmann liefert ja offensichtlich irgendwie Geschenke, zumindest für das Kind. So ersichtlich irgendwie. Dann kommt er sogar noch als Student, ne, irgendein Student kommt im Weihnachtsmannkostüm vorbei und liest einem irgendwas vor. Da ist es ja noch plausibel, dass es den Weihnachtsmann geben könnte. Aber Götter fliegen hier nicht rum, ihr Vollidioten. Wenn ihr zu Gott betet, hilft er euch nicht. Es gibt keinen Gott. Gott ist ein vormoderner Begriff für Moral. Also jetzt kommt mal klar. Es gibt keine Götter, die uns helfen. Es gibt keine... Es ist unrealistisch, daran zu glauben, dass ein Universums-Creator plötzlich keinen Bock mehr hatte und verschwunden ist. Da gab es nie einen Universums-Creator. Das ist einfach Logik. Unser Gehirn reicht nur nicht aus, um das zu begreifen, wie das schon immer wahr sein konnte.
Wir haben halt auch nicht die totale Brain Capacity. Aber es ist doch logisch, dass aus nichts nichts wird. Also muss ja logischerweise schon immer was da gewesen sein. So, da gab es keine Götter, da gab es auch keinen Urknall, da war schon immer was da. So, wie das sein kann, kann unser Gehirn nicht begreifen, aber es ist so. Weil das die plausibelste Erklärung ist. So, ich will keinen Klerikalfaschisten hier in der Leitung mehr haben. Ich will keine Mafia-Fax-Kontakte mehr haben. Ich scheiße auf die Mafia-Fax. Die haben mich 14 Jahre lang gefoltert im Genitalbereich. Es langt mir, Kriegsverbrechen sind Kriegsverbrechen. Also ich erwarte, dass meine 14-jährige Impotenz beendet wird, weil das Folter ist. Es ist keine Bitte, es ist ein Befehl. Ich will, dass diese Folter aufhört. Ich habe ein Penis Body Implant. Ich kann es aber nicht steuern. Würde der Militärgeheimdienst sich jetzt bitte mal dazu durchringen, meine Folterung zu beenden? Mein Gott, was seid ihr für Bekloppte? Ich erwarte, dass dieses Kriegsverbrechen hier, was mir jeden Tag angetan wird, aufhört. Wegen des Völkerrechts, wie die dumme Mafia-Annalena sagen würde. Einfach weil ich Mensch bin. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will, dass mein Penis-Body-Implant 100% funktioniert. Ich will, dass da meine Liebesmenschen zu mir kommen. Also bitte würdet ihr jetzt einfach mal meine körperliche Gesundheit herstellen. Dass mein Penis auch funktioniert, dass ich Erektionen bekommen kann, dass ich mich am Bett reiben kann. Ich möchte auch meine Zeit selbst bestimmen. Es kann nicht sein, dass mir hier meine Mutter in die Klinik bringt, mein Vater mit der Gabe. Es ist doch lächerlich mit der Plausible Deniability. Für wen Plausible Deny denn? Für wen denn? Ich will, dass mein Penis funktioniert. Warum? Weil das mein Menschenrecht ist. Ich brauche das. Nennt man Befriedigung. Sonst werde ich auch noch Mafia-Fuck irgendwann. Also wer auch immer sich es ausgedacht hat, ist ein perverses Schwein und wird kastriert. 14 Jahre lang Folterungen durchzuboxen beim Militär, wo ja jeder weiß, es ist ein Kriegsverbrechen, wie die Nazis es nicht mal gemacht haben. Ja, die haben die Leute umgebracht, aber dann ist man ja weg, ist ja egal. Ist ja nicht so schlimm. Aber jemanden leiden zu lassen für 14 Jahre, haben ja nicht mal die Nazis gemacht. Also es ist ein Kriegsverbrechen schlimmer als das, was die Nazis verbrochen haben, weil die nicht einfach die Leute 14 Jahre lang leiden haben lassen. Die haben die einfach umgebracht. Die haben die rein in die Gaskammer und weg. Ja, kurzer Prozess, okay, kann man ja sagen, gut, industrielle Massenvernichtung schlimm. Aber nicht so schlimm, die Leute einfach jahrelang leiden zu lassen. Jahrzehnte lang leiden zu lassen, 2000 Jahre lang leiden zu lassen. Also ist schon noch ein Unterschied. Ich will, dass Mafia-Christoph leidet, weil er ein anti-israelischer Spastiker ist. Lieber Mafia-Christoph, du hast krass verkackt, weil ich einfach dir so krass überlegen bin, weil ich PrimeJailbait.com zum Masturbieren verwendet habe und es so geil finde, an 16-Jährigen zu masturbieren. Und du warst einfach nur zu blöd daran zu masturbieren. So erbärmlich bist du. Lieber Mafia-Christoph, du warst einfach zu blöd, an 16-Jährigen Mädchen zu masturbieren auf PrimeJailbait.com. Anstatt im Bett zu liegen, dich am Bett zu reiben, hast du dir eine Mafia-Maske angezogen und hast Kinder geschlafen. Du bist ein Depp. Bist nicht klug, bist ein Depp. Einfach ein Depp. Stimmt, ne? Bist ein Loser, Mafia-Christoph. Bist ein erbärmlicher Loser. Loser, Mafia-Christoph. Ich hab ihn doch perfekt beschrieben, lieber Loser-Mafia-Christoph. Oh, Loser-Mafia-Christoph. Loser Mafia Christoph. Mach doch. Loser Mafia Christoph. Mach doch, was du für richtig hältst. Loser Mafia Christoph. Ein Schweinchen, Loser Mafia Christoph. Schweinchen.
Chicken, chicken, chicken. Loser Mafia Christoph. Loser Mafia Christoph. Loser Mafia Christoph. Wir sind vielleicht der einzige wirklich tolle Planet im Universum. Also wie könnt ihr denn da in die Ferne schweifen, wenn alles Interessante hier ist? Guckt mal in eure Hose. Da spielt die Musik. Muschi und Penis, da spielt die Musik. So, da ist nicht anderes Sonnensystem, da ist Muschi und Penis. Schlucken oder spucken? Schlucken, richtig. Immer schön schlucken, wenn das Sperma reingespritzt wurde in die Kehle. Immer schön schlucken, nicht spucken. Das ist unprofessionell. Ja, auch wenn es ein bisschen anderer Geschmack ist als ein Duplo, ne, muss man halt einfach durch als Frau. Man ist halt Kampfdampster. Man wird halt vollgespermt in der Muschi, man wird vollgespermt im Mund, man wird vollgespermt im Arsch. So ist es halt als Frau. Willkommen in der Passivität. Der Mann spritzt aktiv, die Frau wird angespritzt. Reingespritzt in den Mund, reingespritzt in die Muschi, reingespritzt in den Arsch. So ist es halt. Dann läuft das Ganze wieder raus, bei der Muschi und beim Arsch, beim Mund eben nicht, da schluckt man. Wenn man mit der Muschi schlucken könnte, würdet ihr auch da schlucken müssen. Und wenn man mit dem Arsch schlucken könnte, müsstet ihr auch da schlucken. Macht man aber halt nicht, weil es nicht geht. Liebe Physikerinnen, schlucken, nicht die anderen Sonnensysteme berechnen und anspannen die Muschi-Muskeln beim Reingleiten des Penis, bitte. Und auch anspannen, bitte, beim Eindringen in den Anus. Liebe Sex ist doch tausendmal besser als Goethes Faust. Geh doch mal auf MDMA klubben und fick mal deine Liebesmenschen durch. Da hast du nichts mit Problemen. Da hast du gar keine Probleme. Geh doch einfach deine Liebesmenschen ficken. Und bei der sexuellen Japanerin, da ist halt die totale Horny. Die ist halt total horny auf mich. Die will immer dann Sex. Natürlich hält sie sich zurück, weil sie ja satt ist. Sie kann nicht immer sauernd kommen und mit der feuchten Muschi da auf dem Boden rumreiben. Aber sie muss sich halt zurücknehmen und dann, immer wenn ich halt will, fick ich sie. Aber ich kann ja auch nicht immer verlangen, dass ich sie ficke, ich muss auch was anderes machen. Aber die würde so wollen, dass ich sie immer ficke. Sagt Pilar Schwenk, sagt er, nee, es geht jetzt nicht mehr. Jetzt ist 100 Mal gekommen, jetzt geht's nicht mehr. Du bist 10.000 Mal gekommen, du darfst nicht mehr. So. Ja, ich muss streng sein. Ich muss streng sein. Bei aller Menschlichkeit, man muss auch streng sein. Durch den Zopf kann ich einmal im Jahr die Haare abschneiden und muss gar nicht mehr zum Friseur. Das ist natürlich ein Desaster für alle Friseure, weil ich ein Kunde bin, der gar nicht mehr kommt. Ich materialisiere 10 Millionen Euro. Ich materialisiere 10 Millionen Euro. Kinderarbeitsplätze sind ja auch Arbeitsplätze. Dann haben die ein Einkommen. Brauchst du was? Denk doch mal selber nach, blöde Kuh. Batman! Als Erwachsener glaubt man noch nicht mehr an den Weihnachtsmann. So, es ist intersubjektiv zu 1000% klar. Auch wenn es nur 100% gibt. Du, sag mal, gibt's den Weihnachtsmann wirklich? Dann sagt ihr ja. Der hat mich auch immer beschenkt. Ja, guten Tag. Haben Sie Amphetamine für Ihre Soldaten auf Vorrat? Da müssen Sie die einkaufen. Danke. Da haben Sie, Sie müssen Amphetamine nehmen. Hat der jetzt alles im Kasten? Oder muss ich nochmal über die Bühne hüpfen? Nochmal nackig durch die Bühne, aber über die Bühne hüpfen. Wir ficken die Mafia-Fax so kaputt, die werden klein geschniebelt. Wir nehmen eine Reibe, Gurke rein, ne? Schmeck mal Schniedelwurz von den Mafia-Fax rein in die Riebe oder. Oder. Weil ich scheiß euch so krass auf den Kopf, dass ihr gar nicht mehr gucken könnt. Ich scheiß euch jeden Tag auf den Kopf. So eine richtig harte. Anale, Rüttelmaschine, mit Regenbogenmuster. Ich will keine Interference in meinem Bewusstsein. Ihr könnt gerne mein Gehirn optimieren, aber ihr sollt nicht mit meinem Bewusstsein rumspacken. Aber die Moslems, mal ganz kurz, sind ja wohl die aggressivsten Leute unter der Sonne. Gott greift in die Welt ein? Nein, tut er nicht. Gott will, dass du dich da umbringst für 70 Jungfrauen? Nee, willst du nicht, weil Jungfrauen sind schlecht im Bett. Weder Gott noch willst du das. Jungfrauen sind schlecht im Bett, die können nicht deepthroaten. Gut, es wird auch gepostet. Die Amerikaner sind grundfähig mit irgendwelchen Veneers, ne, so wie der Hunter Biden, der noch so Stümpfe, so noch so Stümmel hat im Mund, an Zähnen. Und dann einfach so ganz weiße Veneers drüber hat. Der ist so grundfähig einfach. Also ist schon das Gebiss alles komplett falsch.
Bei mir, ich habe jetzt eine Wurzelkanalbehandlung gehabt. Gut, das werdet ihr bestimmt provoziert haben, weil ihr da irgendwas einbauen wolltet. Irgendeine Sensorik habt ihr da bestimmt eingebaut. Ich nehme an, dass ihr nichts zu ihren Kali daran gemacht habt. Ich bei meinem Kaugummi-Konsum, ne, da nom, 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 zack, habe ich das Zyankali aufgebissen, ne? So. Deswegen, also gehe ich ja fest von aus, dass ihr keine Zyankali da reingemacht habt, weil es einfach viel zu gefährlich wäre bei meinem Kaugummi-Konsum. Hoffe ich zumindest, dass ihr es nicht gemacht habt. Er weiß, ich habe da so ein bisschen Elektronik reingemacht und so ein bisschen Zyankali ganz fest verschlossen, dass ich nur wenn der Mycetal drauf beiße, dass das passiert oder so. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, ihr habt da nur Elektronik reingebaut. Irgendwelche Messinstrumentarien, da könnt ihr dann die Pressure messen, wie stark ich drauf beiße, wann ich wie stark drauf beiße, nachts im Traum oder so, dass ihr dann merkt, Zähne knirschen und so. Ich habe ja Haben Sie Fragen zum fristgerechten Auszahlungstermin Ihrer Leistungen? Drücken Sie bitte die 2. Bei allen anderen Anliegen zum... Sie rufen an, um sich nach den Zahlungsterminen zu erkundigen. Die Leistung SGB II wurde bereits überwiesen. Der genaue Gutschriftzeitpunkt hängt vom jeweiligen Geldinstitut ab. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, das ist, glaube ich, aber nicht. Das ist Betrug. Das ist Betrug, weil ich habe das Geld definitiv noch nicht auf meinem Konto. Hallo? Ja, hallo Papa, ich bin ein bisschen heiser. Entschuldige bitte. Ja, ich hab kein Interesse, mit dir zu telefonieren. Nee, du musst aber mit mir telefonieren, weil das Amt hat mir noch kein Geld gegeben. Bitte lass meinen Vater heute zusammenschlagen lassen. Krankenhaus, Ralf. Bitte lass meinen Vater zusammenschlagen, jetzt. Ich bin ja wohl der King im Deep State. Ich erwarte, dass ihr meinen Vater zusammenschlagen lasst, damit er das checkt, dass es so nicht geht. Weil eine Revolution stellt sich nicht der Wahl. Eine Revolution wird gemacht von Soldaten, von Kämpfern, von Kriegern. Wir fragen nicht um Erlaubnis, wir machen es, weil es richtig ist. Wir fragen doch nicht Mafia-Fax um die Erlaubnis, die Mafia-Fax zu kastrieren. Wir kastrieren die Mafia-Fax. Mit der Brain-Weapon-Mind-Control-Technologie, unseren Gehirnwaffen, kastrieren wir die Mafia-Fax, weil das Recht ist. Weil das die Wahrheit ist. Weil das gut ist. Weil wir das möchten. Weil das richtig ist. Weil es die Alternativlosigkeit ist. Es geht nicht mehr anders weiter. Mit den Mafia-Fax. Wir müssen die Mafia-Fax kastrieren, weil sonst der Weltuntergang droht. Also die Mafia-Fax müssen kastriert werden. Es gibt keine Alternative zur Kastration der Mafia-Fax. Du weißt es, ich weiß es, wir wissen es. Kastriert die Mafia-Fax, bitte. Bitte kastriert die Mafia-Fax so schnell wie möglich, wenn ihr sie seht. Nehmt ein Küchenmesser und kastriert die Mafia-Fax. Yes! Das ist Harry. Wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine geruhsame Nacht und bis bald. Tschüss.